verläuft das Spiel natürlich auch ganz anders. So circa nach einer halben Stunde hat man dann auch gemerkt, dass diese intensive Spielweise, die wir heute an den Tag gelegt haben, dass wir die auch noch nicht genug gewohnt sind und dass da ein bisschen dann auch die Kraft weniger wurde. Im zweiten Durchgang ist es dann immer weniger geworden. Da ist definitiv etwas, wo wir ansetzen müssen, dass wir diese, wenn wir diese Spielweise so weiterführen wollen, dass wir an Kraft dazu gewinnen müssen. Und ja, schlussendlich ist Türkgücü dann hatte mehrere Chancen, wo sie dann auch schon früher hätten das dritte Tor machen können. Wir kommen aber nochmal durch unseren jungen Spieler, den wir dann reingebracht haben, der unheimlich viel Geschwindigkeit hat und sehr vielversprechend für die Zukunft auch ist, ohne zu viel Druck aufzubauen, kommen wir dann nochmal zum 2-1 und haben dann halt vielleicht gehofft, dass wir irgendwie noch mit dem Lucky Punch irgendwie den Ausgleich erzielen hätten können. Aber ja, schlussendlich anhand der Anfangsphase, denke ich, wär mehr verdient gewesen, aber dann in der zweiten Halbzeit, denke ich, war Türkgücü die bessere Mannschaft. Dankeschön. Alex, dann deine Einschätzung bitte. Ja, wir wussten, dass der Gegner schon Qualität hat, gerade mit Stoppelkamp, der mit Sicherheit noch nicht bei 100% ist, aber einfach ähnlich wie bei uns Sarara mit einer Aktion das Spiel entscheiden kann. Und so wie der Kollege gesagt hat, erste Halbzeit mussten wir schon die ein oder andere wirklich brenzlige Situation überstehen. Gerade über die linke Seite, ja, wo der Stoppel dann ein paar Steckpässe gespielt hat, wo dann nach innen kam der Ball und einmal der René natürlich überragend den Ball noch gehalten hat. Und ja, erst der Halbzeit hat sich dann mit zunehmender Spieldauer neutralisiert. Ja, die Teams haben sich neutralisiert. Wir sind auch besser ins Spiel gekommen und haben versucht, dass wir einfach frühe Ballgewinne erzielen, den Gegner quasi schon im Aufbauspiel stören, was uns dann immer besser gelungen ist. Ja, in der Halbzeit war es dann so, dass wir aufgrund der letzten Spiele, ja, die wir quasi Duisburg uns ganz genau angeschaut haben, der Meinung waren, dass wenn wir diese intensive Spielweise fortführen, dass der Gegner dann eventuell etwas an Kraft lässt. Und so kam es dann auch. Und ja, dann hat eben Sarara, Sliskovic, Tosun haben ihre individuelle Klasse in der Offensive einfach unter Beweis gestellt. Gerade für den Peter hat es mich jetzt einfach gefreut, dass er heute wieder getroffen hat und einfach ich sag mal, in einem Spiel, das für ihn jetzt auch sehr wichtig war, vielleicht fürs Ego sogar, ja, dass er einfach da seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Und zweite Halbzeit, glaube ich, unterm Strich war für uns dann verdient oder so verdient, dass man sagen kann, da haben uns den Sieg quasi erarbeitet. Erste Halbzeit, so wie es Marvin gesagt hat, war es einfach so, dass Duisburg gefährlich war, dass Duisburg in Führung hätte gehen können und dass man ja die ein oder andere Situation einfach überstehen mussten. Ja, und so vom ganzen Spielverlauf her hätte man natürlich den Sack dann zumachen müssen mit dem 3-0. Ja, vielleicht war das die leichteste Chance, die der Peter heute am heutigen Tag gehabt hat, mit dem linken Fuß, ja. Aber unterm Strich jetzt sind wir froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und muss der Mannschaft einfach nochmal ein Kompliment zollen. Die ganze Trainingsleistung und heute im Spiel, wie sie einfach immer wieder an sich glaubt hat und das Ding dann gezogen hat, ist wirklich lobenswert. Dankeschön. Dann würde ich die Medienvertreter um ihre Fragen bitten. Zuerst Joachim Knörzer von der BZ Duisburg, bitte. Ja, natürlich. Also man muss schon auch sagen, das hohe Pressing, was wir heute gespielt haben, mit den Wegen, die die Jungs heute zurückgelegt haben, das ist schon etwas, was wir jetzt zuletzt nicht auf dem Platz hatten. Ne? Das, was wir auch diese Woche explizit auch zum ersten Mal so richtig dran gearbeitet haben. Und dementsprechend ist es etwas Neues auch für die Körper und das ist etwas, wo sich entwickeln muss. Im Vorfeld standen wir im Austausch, ja. Dann Christoph Leischwitz von der Süddeutschen Zeitung, bitte. Ja, hallo zusammen. Frage an Herrn Servus. Schmitz. Ja. Guten Abend. Hallo. Wem schreiben Sie denn heute die beiden Tore vor allem zu? Die beiden Vorarbeiten waren ja durchaus auch beachtlich und vielleicht generell
noch ein Wort mehr über den Peter, der ja doch durchaus einen Lauf hat, das kann man ja so sagen. Nein, grundsätzlich schreibe ich es der ganzen Mannschaft zu, ja, weil es braucht halt immer auch Leute dahinter, ja, die vielleicht dann die Vorarbeit leisten, um überhaupt in solche Situationen zu kommen. Natürlich ist mit Sercan, Ünal heute und Slisko, ja, die schlagen halt dann eiskalt zu, ja, auch wenn es vorher mal vielleicht nicht so läuft, aber wenn dann eine Situation kommt, dann entscheidet halt so ein Peter Sliskovic dann das Spiel oder ein Sercan legt dann den Ball halt mustergültig auf und der Ünal hat es halt sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, ja, ich will jetzt nicht unbedingt einzelne Spieler hervorheben. Wenn ich einen Kilian Fischer hernehme, was der heute geleistet hat, läuferisch, kämpferisch, das war Wahnsinn, ja. Ja, ich gehe sogar noch ein Spiel zurück. Gegen Ingolstadt hat er eine Aktion gehabt, wo der Torhüter überragend hält. Ja, sonst hätte er da schon das Siegtor geschossen. In Zwickau war es so, da geht die Aktion vom Siegtor von ihm aus, ja, weil er einfach gegen den Ball das gut gemacht hat, vom Anlaufen her. Und er ist sicherlich noch nicht bei 100%, weil ihm einfach der Spielrhythmus fehlt, weil er auch ein bisschen verletzt war. Aber er hat das Herz an der richtigen Stelle für den Verein, er gibt 1000% für den Verein und macht das, was wir von ihm verlangen, ja, was gegen den Ball betrifft, hat die Einstellung, hat den Willen und er hat sich das einfach verdient. Und ja, wenn er so weitermacht, dann ist er einfach auf dem richtigen Weg, belohnt sich selber. Okay, danke. Bitte. Dann bedanke ich mich bei den Medienvertretern. Vielen Dank an die Trainer, gute Heimfahrt für die Duisburger und schönen Abend noch. Danke.